Herzlich willkommen. Ja, offensichtlich funktioniert es. Also vorab einmal Entschuldigung, Sie sehen, wir sind live, das Webinar ist aufgezeichnet. Pannen passieren, sorry. Aber nochmals herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar aus der Serie Marktforum. Schön, dass Sie wieder hier sind. Viele von Ihnen waren ja letzte Woche beim ersten Webinar Zielgruppe und Positionierung dabei. Heute geht es um Produktnutzen und USP. Beim letzten Webinar habe ich Ihnen zum Schluss versprochen, dass Sie die Unterlagen, dass Sie einen Link zu den Unterlagen bekommen. Auch das hat leider nicht geklappt. Sorry dafür. Wir haben die beiden Webinare in unserem System gekoppelt und so ist der Nachbericht erst nach dem zweiten Webinar möglich. Anfang nächster Woche bekommen Sie dann die Unterlagen, den Mitschnitt, den Fragenkatalog mit den Antworten von beiden Webinaren. Letzte Woche schon dabei, auch dabei war Markus Roth, unser Experte. Markus, wieder herzlich willkommen. Produktnutzen USP ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube auch ein sehr erfolgsrelevantes Thema. Darf gleich weitergehen und darf Sie aufrufen. Sie kennen das System schon. Wir beantworten im Chat Ihre Fragen. Nützen Sie die Gelegenheit bereits jetzt, während unseres Vortrages. Ganz kurz zur Info, rechts oben den Pfeil, dann geht das Fenster auf und Sie können Ihre Fragen eingeben. Nehmen Sie die Chance wahr und wenn Ihre Fragen brennen, geben Sie sie unmittelbar ein. Wir werden sie am Schluss, soweit es geht, beantworten und das verspreche ich alle zumindest schriftlich bis nächste Woche. Noch kurz zum Ablauf, auch das kennen viele von Ihnen schon. Wir haben so circa eine halbe Stunde den theoretischen, hoffentlich sehr praxisrelevanten Input und in der zweiten Hälfte werden wir uns dann um Ihre Fragen kümmern. Auch das kennen Sie schon. Bevor wir starten, möchten wir Sie mit einer Warm-up, mit einer Einstiegsfrage aktivieren. Entschuldigung. Zwei Gründe. Der eine ist, dass wir tatsächlich wissen oder ein bisschen spüren können, wer ist denn auf der anderen Seite? Wer sind die Zuhörer oder besser gesagt die Teilnehmer? Sie sollten ja nicht nur zuhören, sondern Sie sollten aktiv teilnehmen, bitte. Und Sie können sich, und das ist der zweite Nutzen davon, natürlich selbst etwas einstufen im Vergleich zu den anderen Teilnehmern. Darf ich um die erste Frage bitten? Ja. Die erste Frage, es geht um den USP und die Frage lautet, wie verbreiten Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal? Sie haben wieder fünf Antwortmöglichkeiten, Sie haben keines. Ich und meine Mitarbeiterinnen kennen es, also nur firmenintern. Kunden und Konkurrenten kennen das Alleinstellungsmerkmal. Es steht in sämtlichen Werbungen oder es ist untrennbar mit meinen Marken, mit meinem Firmennamen verbunden. Ich nehme da das Beispiel, das du ja später bringen wirst, das Seniorenhandy. Bitte um Ihr Voting, bitte relativ rasch, damit wir die Zeit einholen, die die Technik verbraucht hat. Allen danke, die uns geschrieben haben, dass sie keinen Ton hören und jetzt auch, dass es funktioniert, beruhigt uns einigermaßen. Ja, es ist komisch zu sagen, dass der Ton nicht funktioniert, wenn man es nicht sagen kann, ja. Ja, wir warten auf die Regie. Sie haben schon fleißig gewotet und das ist das Ergebnis. 8% der Teilnehmer sagen, ich habe keinen USP. 8% sagen, ich habe nur intern wissen es, ich und meine Mitarbeiter wissen es. 30% sagen auch die Konkurrenz und die Kunden wissen den USP von mir. Es steht in sämtlichen Unterlagen, sämtlichen Werbungen 19% und stolze 35% sagen, es ist untrennbar mit dem Markenfirmennamen verbunden. Ja, wieder die Frage an den Experten. No, eh klar, sowas hat kommen müssen oder doch überraschend. Gleich wie beim letzten Mal ist es eigentlich überraschend. Das Publikum ist ein sehr gebildetes, versiertes Publikum, was jetzt das Thema anbelangt.
Gerade der letzte Punkt ist normal einer, der nicht so häufig vorkommt. Ich würde mal sagen, dass mit dem Drittel circa, dass Kunden und Konkurrenten das kennen, das ist jetzt relativ normal. Auch die andere Verteilung passt, aber der letzte Punkt, dass es untrennbar mit dem Marken- und Firmennamen verbunden ist, ist durchaus überdurchschnittlich gut. Ja, wunderbar, danke für Mitarbeiter und ich darf dir das Wort übergeben und dich bitten, deinen Part zu übernehmen. Danke sehr. Wir haben ja das letzte Mal das Thema mit der Zielgruppe gestartet und der Positionierung. Jetzt geht es in Richtung Produktnutzen, USP weiter. Und da beginnen wir gleich einmal mit einer gewissen Abgrenzung, die am Anfang einfach sein muss. Und zwar geht es um den Unterschied zwischen Features, Nutzen und eigentlich dem Bedürfnis der Kunden. Und das ist ganz, ganz streng zu unterscheiden. Ich nehme jetzt als Beispiel einen Herd, einen Elektroherd. Und wenn man da jetzt anschaut, dass man in den meisten Fällen, wenn man jetzt technikaffin ist, wenn ich lange an einem Produkt, an einem Projekt gearbeitet habe und dann habe ich endlich diesen super neuen Herd entwickelt und der ist nur aus Edelstahl und funktioniert immer und hat Technik drinnen, Ende nie, dann will ich das natürlich auch schreiben. Dann schreibe ich überall super Edelstahlteile und der hat IoT an Bord und der hat den besten Wirkungsgrad aller Geräte. Und jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich davon? Und genau da sind wir jetzt in dem Punkt, wo sich Features und Nutzen unterscheiden. Wir kommunizieren oft Features, was wir aber vermitteln wollen, ist der Nutzen. Und genau den sollten wir auch vermitteln, weil nur der Nutzen befriedigt auch die Bedürfnisse der oder des Kunden. Und das ist unser Ziel des ganzen Projektes. Das heißt, wir sollen ja im Optimalfall ein Bedürfnis eines Kunden stillen. Das heißt, wenn man es jetzt mal vergleicht, wenn ich jetzt schreibe, ich habe bei einem Herd, es ist gebaut aus Edelstahlteilen. Was meine ich damit? Ich habe kaum Reparaturkosten, ich habe keine Ausfälle und es sieht vielleicht besonders gut aus. Also das wären dann so typische Argumente, also ein Nutzen, den ich da vermitteln kann. Das gleiche auch bei dem Wirkungsgrad. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen hohen Wirkungsgrad, dann will ich eigentlich damit sagen, ich habe geringe laufende Kosten und so sollte ich es auch kommunizieren, dass es meinem Gegenüber klar wird. Der nächste Punkt, da wird sogar noch ein bisschen IT-lastiger, IoT-Komponenten an Bord, klingt super, klingt irgendwie total high sophisticated und auf einer Messe würde es traumhaft umkommen, wenn es irgendwo steht. Aber was will ich damit eigentlich sagen? Nur weil da eine IoT-Komponente an Bord ist, habe ich noch gar nichts erreicht, sondern was ich vermitteln muss, auch wir hier wieder der Nutzen, geringe Wartungskosten zum Beispiel, es wird repariert, bevor es kaputt ist, das könnte sowas sein, oder ich kann dann den Herd über eine App steuern und kann meine Kochrezepte automatisch hinspielen, dass die Platten sich richtig erwärmen oder der Backofen sich richtig erwärmt, was auch immer. Das heißt, ich kommuniziere da den Nutzen, um damit im Optimalfall wieder die Bedürfnisse meiner Zielgruppe, also der Zielgruppe, die ich vorher gesagt habe, zu befriedigen. Und wenn man es genau nimmt, gibt es bei dem Nutzen auch wieder eine gewisse Unterscheidung. Und eine ganz, ganz wesentliche ist die Unterscheidung zwischen dem Grundnutzen und einem Zusatz- oder Nebennutzen. Also die könnte man jetzt auch wieder trennen, aber jetzt mal grob zusammengefasst die zwei Punkte. Das eine, der Grundnutzen, das ist irgendwo klar, wenn ich jetzt einen Herd hernehme, der erwärmt das Essen. Das ist die erwartete Funktion. Wenn ich einen Herd kaufe, gehe ich davon aus, das macht er. Dann gibt es aber Zusatz- und Nebennutzen. Das heißt, das Erlebnis, Überraschung, einfach das, was ich damit verbinde, wenn ich den wirklich verwende. Er schaut toll aus. Er ist vielleicht ein besonderes Schmuckstück in der Küche. Mein Essen kann nicht anbrennen damit, weil er einen speziellen Anti-Anbrennschutz drinnen hat. Ich habe vielleicht das Kochbuch integriert. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, schon die Zeit zu stoppen. Ich habe die Möglichkeit, dass der Herd mit mir kommuniziert und mir sagt, was die nächsten Schritte sind, was auch immer. Alles das sind Nebennutzen oder Zusatznutzen. Und das ist ein großer anderer Punkt. Und die sollte man relativ stark auch ins Auge fassen, weil sehr häufig sind genau das die Punkte, die auch dann kaufentscheidend sind, weil dieser Nutzen deckt ja wieder Bedürfnisse. Und in den meisten Fällen ist nur das Grundbedürfnis das, das kommuniziert wird. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel das Handy. Jetzt haben wir ein iPhone. Jetzt ist das iPhone sicher nicht eines der günstigsten Telefone, sondern wie wir wissen, da muss ich jetzt doch einmal
etwas mehr dafür hinblättern. Und trotzdem gibt es jetzt sehr, sehr viele Leute, die das iPhone X zum Beispiel hier gekauft haben oder jetzt die neue Version davon. Und jetzt, wenn diese Leute jetzt in den Shop gehen und sagen, ich will in Zukunft telefonieren und surfen können, was ja vielleicht das grundsätzliche Bedürfnis ist, dann hat man damit nicht einmal annähernd das erreicht, was ich erreichen wollte, sondern eigentlich sind es die nicht geäußerten und die versteckten Bedürfnisse, durch die das Produkt gekauft wird. Weil das Telefonieren und Surfen, das kann bald mal was, das ist irgendwie so Grundfunktionalität, aber dann Geschichten wie Status, das heißt, vielleicht ist gerade im jugendlichen Alter so, dass ein iPhone ein gewisses Statussymbol ist. Die Technikverliebtheit, weil ich mit dem neuen, tollen Ding einfach noch ein bisschen mehr machen kann wie mit allem anderen. Oder der Gruppenzwang. Alle meine Kollegen haben ein iPhone, also muss ich es auch haben. Bequemlichkeit, auch das so ein Punkt. Ich habe das immer verwendet, ich will mich nicht umgewöhnen. Es ist schnell, es funktioniert gut, was auch immer. Spieltrieb kommt dann auch oft hervor, wo man sagt, ich muss es einfach ausprobieren. Oder Neugier, schauen wir mal, ob das wirklich so viel besser ist. Gewohnheit, das kenne ich schon, das will ich wieder. Ganz ein wichtiger Argument auch Angst vor Neuem. So dieses typische, boah, was kommt da auf mich zu, wenn ich umsteigen würde auf was anderes? Ist mir das Ding zwar schon zu teuer, aber mit was anderem kenne ich mich nicht aus. Oder umgekehrt, Angst vor Veraltern. Das Gegenteilige, wo man halt dann einfach auch sagt, wow, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird es dann irgendwann das nächste auch nicht werden und da wäre ich immer noch älter und irgendwann habe ich ein Gerät, das ich nicht mehr verwenden kann. Und alles das sind Bedürfnisse, die der Kunde nicht kommuniziert. Meine Frage da, wie komme ich jetzt, hast du 9, 10 Bedürfnisse, geheime Bedürfnisse, versteckte, vielleicht wirklich geheime, die es nicht kommunizieren traut. Wie komme ich zu diesen Bedürfnissen? Wie erfrage ich die? Es gibt natürlich auch... Darf ich nur ganz kurz? Ja. Wir verwenden ja immer so schnell irgendwelche Fachbegriffe, IoT, Internet of Things. Es geht darum, dass Geräte einfach im Netz hängen. Genau, es ist die Vernetztheit der Geräte. Entschuldigung, habe ich nicht erwähnt. Also es geht darum, dass ich in dem Herd vielleicht einen Chip drinnen hätte, der telefoniert mit dem Handy und sagt ihm, was ich gerade mache, was gerade zu tun ist. Also das ist diese Interaktivität, diese Connectivity-Komponente, wenn man so will, grob zusammengefasst, oft als IoT. Aber zurück zu meiner Frage, wie kriege ich jetzt diese versteckten Bedürfnisse? Naja, es gibt mehrere Ansätze, das zu machen. Das eine ist einmal zum Beispiel mit Fokusgruppen zu arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt wirklich hergehen und sagen, ich schaue mir mal an, was kaufen die Leute. Aufgrund dessen leite ich ab im Nachhinein und frage sie, warum haben sie das gekauft? Und eben nicht im Vorhinein, weil das ist ein wesentlicher Unterschied. Weil wenn er im Nachhinein dann sagt, im Vorhinein sagt er, ich will das haben, da kommt das daher, was er als Bedürfnis typischerweise äußern würde. Im Nachhinein, wenn man dann noch fragt, ja, aber warum, da gäbe es doch was Billigeres oder da gäbe es doch was anderes, dann rücken dann diese Argumente eben oft heraus. Das heißt, die simpelste Form, wenn man jetzt weg vom quasi technischen Term der Fokusgruppen geht, ist einfach die Leute im Nachhinein zu befragen und eben kritisch zu hinterfragen. Aber ganz wichtig, erst im Nachhinein. Im Vorhinein geht es nicht. Wir haben, was jetzt diesen Grundnutzen angeht, also ein ganz typisches Modell und ich wollte eigentlich, ich habe mir ganz schwer vorgenommen, du hast es ja am Anfang auch gesagt, keine Theorie zu bringen. Aber es gibt ein Modell, das sogenannte Kano-Modell, das ich mir denke, das muss man einfach mal gehört haben, weil es etwas ist, auf das viele Leute reinfallen, wenn man es nicht bedenkt. Und zwar ist es jetzt, diese Grafik, die Sie hier sehen, zeigt jetzt drei verschiedene Arten von Merkmalen. Also Sie sehen die Basismerkmale, dann die Leistungsmerkmale und die Begeisterungsmerkmale. Worum geht's? Sie haben im Prinzip, wenn Sie jetzt ein Produkt anbieten oder ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung anbieten, dann gibt es immer etwas, was der Kunde erwartet. Also er sagt zu Ihnen, ich will das Produkt, das so und so und so ist. Ich will die Dienstleistung, die genau das kann, genau das bringt und genau das kostet. Das sind Leistungsmerkmale. Das ist definiert, das ist das, was der Kunde haben will. Je mehr Sie davon anbieten, desto zufriedener wird der Kunde sein. Das ist relativ klar. Aber dann gibt es eben noch zwei andere und das sind die Basis- und die Begeisterungsmerkmale. Die Basismerkmale, wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto hernehmen würde, das wäre sowas wie Sicherheit. Heutzutage geht man davon aus, ein Auto hat einen Airbag, ein Auto hat vielleicht irgendwelche Pufferzonen, ein Auto hat einen Sicherheitsgurt. Wenn das Auto das nicht hat, dann wären wir in dieser Phase, das heißt auf dieser Achse der Features oder Qualität, wenn wir da ganz links wären,
In dem Moment ist der Kunde unzufrieden. Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung der Achsen. Das habe ich am Anfang nicht gemacht. Also nach rechts hinüber ist es, je weiter es nach rechts geht, desto mehr Qualität, desto mehr Features sind es. Und je weiter es nach oben geht, desto zufriedener sind die Kunden, desto eher ist es so ein Wohlgefühl. Ich fühle mich wohl damit. Und in der Mitte, so wo sich die zwei Achsen kreuzen, das ist so dieser neutrale Punkt, dieser Einpendelpunkt. Und genau da geht eben das durch. Sprich, bei den Leistungsmerkmalen wäre es jetzt bei einem Auto wieder, je höher die Beschleunigung ist, je höher die Endgeschwindigkeit ist, je geringer der Preis ist, also auch muss man eben verkehrt herum denken, desto weiter geht es nach oben und direkt proportional dazu steigt auch die Kundenzufriedenheit. Bei den Basismerkmalen ist es auch eben anders, also bei der Sicherheit, da kann man jetzt sagen, in dem Moment, wo alles erfüllt ist, passt das, aber der Kunde wird jetzt deshalb nicht extra zufrieden sein, weil er sagt, das ist ja eh selbstverständlich, das brauche ich, ich bin davon ausgegangen, das gibt es sowieso. Dann gibt es noch die dritte Seite und das sind die Begeisterungsmerkmale. Das wäre zum Beispiel eine Sonderausstattung, mit der Kunde nicht rechnet. Als Beispiel ein selbstfahrendes Auto. Da gehe ich mal nicht davon aus, dass ein Auto unbedingt selbst fahren will, nur weil ich es kaufe. Und das gibt es auch bei anderen Features. Das sind Sachen, die man nicht gewohnt ist. Wenn es der Kunde nicht bekommt, ist es ihm egal, weil er wusste ja nicht, dass es das gibt. Wenn er es aber bekommt, steigt natürlich die Begeisterung enorm. Und auf das muss ich mich einstellen, dass es immer diese drei Teile gibt und dass die aber auch nicht konstant bleiben. Jetzt nehme ich zum Beispiel die Fensterheber her. Vor einigen oder vor 20 Jahren waren Fensterheber eine Sonderausstattung, die man vielleicht noch nicht einmal so richtig konnte. Da war es vielleicht nur Begeisterungsmerkmal. Mhm. Dann irgendwann hat man gesagt, naja, aber ein Auto ohne Fensterheber, das sage ich einmal fix, Fensterheber muss schon haben. Ja? Das heißt, da war es ein Leistungsmerkmal. Und jetzt, heutzutage, bin mir nicht sicher, wie viele Leute nur sagen, kurbeln wollen wir aber schon lieber. Ja? Also dementsprechend, jetzt ist es ein Basismerkmal. Wenn sie es aber nicht verbauen, haben sie einen massiven Nachteil. Und das Gleiche gilt aber jetzt für viele Produkte, gerade in der Softwarebranche ist es ganz klassisch, dass ich sage, ja, mein Produkt kann genau das, es ist genau für das gemacht. Und ich gehe nicht davon aus, was meine Zielgruppe meint, dass State of the Art oder Basis ist. Und dann gebe ich das Produkt nach außen und dann sagt der Kunde, na was, einen Kunden kopieren oder einen Newsletter ausschicken, das kann das System nicht. Na, aber dann ist es unverwendbar. Das heißt, er schaut da nicht in den Leistungsmerkmalen drauf, ob das wirklich definiert ist, sondern geht davon aus, weil das alle Produkte können, dass dieses Produkt das auch können muss. Daher Zielgruppenanalyse wieder, nachschauen, wovon geht die Zielgruppe aus, was muss sie unbedingt haben. Umgekehrt wieder, bauen Sie Begeisterungsmerkmale ein, bauen Sie Sachen ein, wo der Kunde dann im Nachhinein sagt, wow, damit hätte ich nie gerechnet, weil das hilft Ihnen zusätzlich, dass der Kunde wirklich begeistert ist, dass er zufrieden ist und dass er sagt, jetzt fühle ich mich wohl. Neben der Zielgruppe ist natürlich auch der Mitbewerb ein wesentlicher Faktor, der das verändert. Natürlich, genau. Noch schon Werbung für ein weiteres Webinar in der nächsten Runde. Perfekt. Und jetzt stellt sich natürlich die ganz, ganz klassische Frage, ich bin doch anders, jeder bei mir weiß es, meine Konkurrenten wissen es vielleicht auch, aber warum merkt es keiner der anderen? Warum weiß der große Markt nicht, dass ich der Beste bin oder die Beste bin? Und das passiert relativ häufig, dass wir uns diese Frage stellen und es kann aber auch gewollt sein. Also es gibt eben zwei verschiedene Strategien, wie man vorgeht. Es gibt durchaus eine Strategie, wo ich sage, ich will gar kein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinn haben, sondern ich bin einfach etwas besser überall als die anderen. Das ist dann dieser typische Verdrängungswettbewerb. Man sagt auch oft die Red Ocean Strategie dazu. Die hat einen großen Vorteil und zwar der Bedarf selbst, der muss nicht geweckt werden, muss nicht geschürt werden, weil der ist ja vorhanden. Ich weiß ja im Vorhinein, da gibt es einen Bedarf, da gibt es einige Player, die decken das schon ab. Ich decke vielleicht das Gleiche ab, nur etwas besser überall. Ja? Und damit habe ich schon einen gewissen Teil erreicht. Ein anderes Thema ist allerdings da, dass ich ständig mit diesen Konkurrenten dann kämpfen werde. Ich muss dann ständig sagen, ich muss da besser sein, ich muss da optimaler sein, ich muss mehr Werbung machen, ich muss in den Bereich mehr reingehen. Das heißt, ich habe immer das Thema, die Konkurrenz besiegen zu müssen und diese Konkurrenz bleibt mir auch noch. Das heißt, die Konkurrenz ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen weg, sondern da gibt es mehrere Konkurrenten, die diesen selben Ocean, diesen Red Ocean quasi durchqueren oder beackern.
In dem Fall ist es auch so, dass Kosten und Nutzen, also das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Mittelpunkt steht. Da geht es wirklich um den harten Wettbewerb, um den Wettbewerb in bestehenden Märkten. Im Gegensatz dazu, und das nennt man eben oft die Blue Ocean Strategie, gibt es eben die Strategie, dass ich sage, ich habe ein Produkt, mit dem allein bin ich in irgendeinem Fall für mich allein gestellt. Das habe nur ich, diese Kombination, biete nur ich an. Das muss jetzt nicht ein Produktfeature sein. Das kann, wie wir es beim letzten Mal auch schon erwähnt haben, auch in Richtung Service gehen. Das kann in Richtung Qualität gehen. Da gibt es unterschiedliche Varianten, das zu machen. Und wenn ich jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal habe, dann sage ich mal grundsätzlich, die Konkurrenz ist mir eigentlich egal. Weil in der Form, so wie es mich gibt, gibt es keinen anderen. Der Nachteil davon ist, wenn es keinen anderen gibt, dann heißt das, es gibt auch keinen Markt momentan, sondern ich muss die Kunden einmal dazu bringen, dass sie sagen, ah ja, für dieses Problem, zur Lösung meines Problems gibt es nur einen perfekten und das ist genau der. Sprich, ich muss den Bedarf eigentlich erst so richtig schaffen für genau mein Produkt mit meinem Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, ich muss ein neues Segment aufmachen. Das hat selbstverständlich dann anfangs keinen Wettbewerb, aber im Gegensatz zur Red Ocean Strategie hier kommen die Nachahmer relativ schnell dazu. Das heißt, da wird es schnell jemanden geben, der sagt, wow, ist das ein super Produkt und schau, der beackert den Markt ganz alleine, da stürze ich mir jetzt auch drauf und das machen wir jetzt auch. Ja? Dementsprechend ist am Anfang zwar kein Kosten-Nutzen-Vergleich da, aber ich muss schauen, dass ich immer diesen Vorsprung habe, dass ich meinen USB, meinen Vorteil immer erhalten kann. Es gibt jetzt einige Firmen, die so typisch dafür sind. Es gibt immer wieder so das Beispiel des Zirkus, der da die Abweichungen gehabt hat, auf einmal keine Tiere zu haben, der USB war kein Tier zu haben. Es hat auch Apple sein gewisses Alleinstellungsmerkmal immer wieder und dann verlieren sie es wieder, dann fangen sie es wieder woanders an. Aber das sind Firmen, die versuchen, mit dem Alleinstellungsmerkmal zu punkten, weil sie sagen, damit kann ich auch mehr verlangen, also über dem Markt vom Preis her agieren und damit muss ich mich nicht ständig scheren, was macht die Konkurrenz, wie arbeitet die Konkurrenz. Das ist der große Vorteil. Du hast da jetzt fast ausschließlich B2C Beispiele genannt. Wie schaut es B2B aus? Es ist in Wahrheit die gleiche Geschichte bei B2B, weil auch da kann ich mich so genau eingrenzen. Ich kann sagen, ich bin vielleicht der einzige Berater in Österreich, der folgende Leistung anbietet und der folgendes Modell hat, wenn man vielleicht sagt, ich habe für die Beratung ein eigenes Framework entwickelt und das Framework löst ein Problem besser als alle anderen Frameworks und wenn ich das noch beweisen kann. Zu dem kommen wir noch dann, dass ein Alleinstellungsmerkmal leider nicht etwas ist, was nur ich weiß. Wenn ich das beweisen kann und wenn der Markt das auch weiß, in dem Moment funktioniert das im B2B-Bereich sogar noch besser, weil ja die Zielgruppe klein ist und weil die Werbung nicht so extrem und quasi gestreut sein muss. Mhm. Da kommen wir jetzt auch schon zur Produktpositionierung allgemein. Es gibt einen Satz, der ein Alleinstellungsmerkmal normalerweise relativ gut beschreibt. Und dieser Satz, den sehen Sie hier oben, das ist eben für eine Zielgruppe ist mein Produkt das einzige aus irgendeiner gewissen Ordnung, das einen gewissen Hauptvorteil bietet, aus einer speziellen Begründung heraus. Also das ist der, man sieht den Satz jetzt so modular oben aufgebaut und ich sage jetzt eben gleich ein Beispiel dafür, wie dieser Satz ablaufen könnte. Das wäre zum Beispiel, für ältere Menschen ist mein Seniorenhandy das einzige Mobiltelefon, das ein leichtes Wählen bietet, weil es extra große Tasten hat. Und so einen Satz für sich selbst zu definieren, wenn ich für mich selbst jetzt sage, ich habe diesen einen Satz, der beschreibt, das bin ich, das kann kein anderer, das kann nur ich bieten. Ja? Wenn ich diesen Satz für mich selber bieten kann, dann habe ich die Möglichkeit, den zu kommunizieren und kann ihn auch den anderen weitergeben. Und im Optimalfall kommt jemand Fremder zu mir daher, ich sage ihm meinen Firmen- oder Produktnamen und der antwortet, ah ja genau, für ältere Menschen ist ihr Produkt und bla bla, so weiter. Das heißt, das wäre die optimale Strategie, dass Sie diesen Satz so kommunizieren, dass er jedem bekannt ist. Und das werden wir jetzt da gleich testen. Wir haben eine Frage für Sie vorbereitet, nämlich genau diesen Satz. Bitte, Simone. Können Sie jetzt aus dem Stegreif Ihren einen Satz zur eindeutigen Positionierung Ihres Produktes nennen?
eine sehr einfache Frage, weil es nur eine Ja-Nein-Frage ist. Aber wir wollen die ehrliche Antwort und es geht um 5 Merkmale. Es geht um die Zielgruppe, das Produkt, die Produkteinordnung, den Hauptvorteil und die Begründung. Also schauen wir, wie viel da Ja sagen können. Genau, also im Optimalfall versuchen Sie wirklich den Satz jetzt sich vorzusprechen und schauen dann, ob Sie den Satz wirklich jetzt so formulieren hätten können. Ist jetzt natürlich aus dem Stegreif vielleicht gar nicht so einfach, wenn man es macht. Ja, es gibt aber nur Ja-Nein drauf. Ganz genau so ist es, ja. Na da. Ja, wir haben Ergebnisse. 45% Ja, gratuliere allen diesen 45%. Wow, sehr gut, ja. Wunderbar. 55% Nein. Auch den gratuliere ich, weil ich davon ausgehe, dass nicht alle 5 Merkmale abgeben werden, sondern nur das eine oder andere. Und die wissen jetzt genau, wo sie ansetzen müssen, was fehlt. Ganz genau so ist es. Also die 45% sind ein sensationelles Ergebnis. Beginnt ja auch schon mit der ersten, mit der Einstiegsfrage, die wir hatten. Auch da war es ja schon so, dass man sich denkt, Wahnsinn, wie gut vorbereitet hier diese Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Jetzt merkt man eindeutig diesen Wert mit den 45% auch. Für die anderen 55% muss man ganz klar sagen, Sie haben jetzt den Satz gelesen, haben ja jetzt die Zeit, das auszuformulieren. Im Optimalfall gibt es ab morgen keine Sekunde mehr, wo Ihnen dieser Satz nicht einfällt. Und im Optimalfall flüstern Sie ihn sogar im Schlaf. Das heißt, irgendwann einmal zumindest 3-4 Mal in der Nacht soll der oder die Lebenspartnerin aufwachen und sich denken, du hast schon wieder den gleichen Satz gesagt. Dann wissen Sie, Sie haben es intus. Ja, dann gehen wir weiter. Wir haben jetzt über das Alleinstellungsmerkmal gesprochen. Oft einmal wird das Alleinstellungsmerkmal auch als die Unique Selling Proposition oder, ist sie dann auch bezeichnet als den Unique Selling Point bezeichnet. Man sagt ja auch oft der USP, deshalb, ja. Und da geht es jetzt genau, das ist die englische Bezeichnung für das Alleinstellungsmerkmal und auch der häufigst verwendete. Und das ist auch auf die Frage eben, wer ist der USP, etwas antworten zu können, eben der ganz, ganz wichtige Punkt. Es ist eben dieser einzigartige, deutliche Unterschied zwischen Ihnen oder Ihrem Angebot und der Konkurrenz. Und wichtig ist jetzt, so ein USP besteht immer aus mehreren Teilen. Der muss einmal zielgruppenorientiert sein. Das heißt, ich schaue mir an, was für Bedürfnisse hat der Kunde und aufgrund dessen leite ich ab, was für ein Alleinstellungsmerkmal habe ich, um diese Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel nehme, ich habe eine Waschmaschine, aber meine Waschmaschine ist rosarot und das wäre mein USP, dann ist das zwar super, aber die Bedürfnisse der Zielgruppe, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, werden jetzt nicht sein, ich will eine rosarote Waschmaschine haben. Dementsprechend ist das nicht zielgruppenorientiert. Das Gleiche gilt auch für wirtschaftlich. Wenn Sie das einzige Unternehmen sind, das eine Waschmaschine anbieten kann, die aus Gold ist, dann ist das zwar nett, aber wahrscheinlich haben Sie keine Zielgruppe, die Ihnen das abkaufen wird. Das heißt, das, was Sie damit produzieren, soll auch verkaufbar sein. Und dritter und wichtigster Punkt, fachlich faktisch richtig. Ich höre sehr oft, dass zu mir wer kommt und sagt, aber wir sind die Besten. Und wir sind die Besten ist faktisch, es wird schon stimmen in vielen Fällen, aber es ist nicht beweisbar. Das heißt, es muss auch für den Kunden nachweisbar sein, dass das stimmt, was Sie gesagt haben. Das heißt, diese Bereiche müssen Sie bedenken. Und wie gesagt, wichtigster Grundsatz, es bringt dem Kunden einen speziellen Nutzen. Und das kann eben Verschiedenes sein. Das kann eben eine beste Qualität sein, allerdings eben nicht nur der Satz beste Qualität, sondern gemessen. Ich muss eine Möglichkeit haben, das zu messen. Ein besonderes Feature, das ein besonderes Bedürfnis befriedigt. Eine einzigartige Dienstleistung, vielleicht haben Sie als einziger die Möglichkeit, das Gerät, das Sie zu produzieren oder die Produkte, die Sie verkaufen in Ihrem Geschäft, nicht zu verkaufen, sondern auch zu vermieten, was jetzt momentan sehr trendy ist, wenn man so will. Eine außergewöhnliche Eigenschaft, ein besonderes Kauferlebnis. Vielleicht bekommt man es bei Ihnen nicht nur oder im Geschäft nicht nur überreicht, sondern bei Ihnen im Geschäft ist es vielleicht so, dass wer daherkommt, umarmt Sie und sagt, endlich sind Sie da und vielleicht gibt es dann Leute, die genau auf das ansprechen. Das heißt, auch hier wieder das spezielle Erlebnis oder auch die blitzschnelle Lieferung. Auch das immer wichtiger, wo man eben sagt, ich habe es jetzt bestellt und vor einer Stunde erhalten. Auch das wird immer mehr der Trend werden.
Und all diese Trends können Sie quasi für sich zusammenfassen und daraus einen USP herausarbeiten. Was heißt jetzt herausarbeiten? Da gibt es ja einen einfachen Prozess, wenn man so will. Auch hier wieder, Prozess heißt, wir haben es ja zuerst gesehen bei dieser Red Ocean Strategie und Blue Ocean Strategie, wenn Sie ein USP haben, können Sie davon ausgehen, dass der USP nicht ewig der USP bleiben wird, sondern man es irgendwann wieder überarbeiten muss. Das heißt, was hier als Schrittfolge dargestellt wird, ist im Endeffekt ein wiederkehrender Kreislauf. Aber jetzt einmal zu sehen, was da drinnen ist, dass die erste Schritte ist einmal, die eigenen Stärken und Schwächen zu analysieren. Also eine typische SWOT-Analyse macht man da normal, wo ich mir mal meine Produkte, meine Organisation, meine Mitarbeiter oder meine Dienstleistung und meine Dienstleistung ansehe, mir anschaue, was mache ich gut, was mache ich schlecht, wo bin ich besser als die Konkurrenz, wo bin ich schlechter. In den meisten Fällen werden wir dann zusätzlich noch die Chancen und Risiken auch herausarbeiten, um eben zu sehen, was wären noch Möglichkeiten, was wären noch Bereiche, wo ich rein könnte, wo tun sich gerade Chancen auf, aufgrund eines veränderten Marktes, aufgrund einer veränderten Struktur der Zielgruppe, aufgrund einer veränderten Rahmenbedingung, aufgrund einer neuen Technologie. Aber natürlich auch, wo tun sich jetzt gewisse Risiken auf, wo tun sich gewisse Probleme auf und genau auf die auch entsprechend zu reagieren und zu sagen, aber auch für das biete ich jetzt was an, das hatten die anderen nicht. Das nächste ist dann die Zielgruppe. Wir sind ja das letzte Mal auf die Zielgruppe eingegangen, das haben wir uns ja angeschaut. Das heißt, ich muss genau wissen, wer ist mein Kunde, ich muss wissen, welche Probleme hat mein Kunde und ich muss wissen, welchen Nutzen, da wieder jetzt versteckt oder nicht, erwartet mein Kunde. Nächster Punkt, die Mitbewerber. Das heißt, ich schaue mir jetzt an, was ist das Sortiment der Mitbewerber, was ist die Qualität, was sind Verfahren, die sie verwenden. Das heißt, ich analysiere meine Mitbewerber, meine Konkurrenten einmal ganz genau, schaue mir an, wie gehen die mit Prozessen und mit Kundenorientierung um, was für Preise haben sie. Das ist das meiste, was man am Anfang analysiert, das versucht man immer am Anfang herauszufinden. Bei vielen anderen Bereichen schaut man nicht so Mitarbeiterverhalten zum Beispiel. Wie geht der Konkurrent, der Mitarbeiter beim Konkurrent vielleicht mit dem Kunden um? Dann auch die Preisgestaltung, Image und so weiter. Das heißt, ich betrachte solche Punkte. Es gibt dafür sehr viele verschiedene Quellen, wo ich es mir herholen kann. Prospekte ist der Klassiker natürlich. Preislisten, Werbeaussagen, Pressemeldungen, ich kann natürlich auch versuchen, interne Infos zu bekommen. Ich kann Webrecherchen machen, ein ganz Klassiker natürlich, um was rauszufinden. Heute findet man alles im Web, spätestens auf irgendeiner Bewertungsplattform finden Sie sehr viel. Messebesuche, Kundenaussagen. Das heißt, das nehme ich her und analysiere meine Mitbewerber, um dann mit all diesen Informationen, die ich aus Punkt 2 bis 4 gesammelt habe, dann zum Schluss den USP zu formulieren. Das heißt, ich gehe dann in einen Workshop hinein, in ein Brainstorming hinein, vielleicht nehmen Sie sich dazu vielleicht einen unabhängigen Berater, einen Kollegen, einen Freund, vielleicht nehmen Sie auch Kunden dazu, gehen in so einen Workshop und mit diesen Fakten, die vorliegen haben, formulieren Sie diesen optimalen USP für die Zukunft, der dann aber auch überall vorkommen soll. Das heißt, das ist die zentrale Botschaft, die mit allem vermittelt wird, weil das muss so eng mit Ihnen verbunden sein, dass es keine Trennung mehr gibt. Jetzt habe ich ein paar Beispiele mitgebracht und zwar habe ich mir gedacht, einfach nur für die Hotelbranche. 4 verschiedene Positionierungen für das gleiche Produkt. Das links oben, was Sie sehen, ist das Motel One. Die sagen als auf ihrer Webseite oder auch sonst, wenn man in das Haus hineingeht, es ist ein designorientiertes Haus zum günstigen Geld. Also das ist so dieses Motto, das verkauft ist, Design und günstiger Preis stehen im Vordergrund. Das bekomme ich, wenn ich dorthin gehe. So kommunizieren sie es auf der Webseite, das sehe ich im Haus, das sehe ich im Zimmer, das sehe ich überall, wo ich hinschaue, das wird den Mitarbeitern eingedrillt. Das ist die eine Botschaft. Nehmen wir jetzt im Gegenzug her das Hotel Sacher. Die haben natürlich auch einen gewissen USP. Die haben sogar ein komplettes Alleinstellungsmerkmal, weil vor dem Hotel Sacher gab es bereits eine sehr bekannte Marke, die sie weltweit etabliert hat, die Sachertorte. Was die also machen können, ist sagen, von uns kommt die Sachertorte. Dass die in Wirklichkeit dann nicht mal in Österreich produziert ist, ist quasi
Ein kleiner Nebenpunkt, der nicht mal so interessant ist. Hotel Sacher hat die Sachertorte. Ich verkaufe eine traditionelle Torte und ich verkaufe damit die Tradition dieses Hauses. Das heißt, ich sehe im Haus die Tradition, die damit verbunden ist. Das ist ein Fünf-Sterne-Haus. Unten haben wir auch zwei Fünf-Sterne-Häuser, links und rechts. Auf der linken Seite ein Haus, das ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, da sind wir auf die Zielgruppe eingegangen, die bewusst gesagt haben, sie suchen sich innerhalb dieser Fünf-Sterne-Luxusreisenden ein ganz, ganz spezielles Segment heraus, und zwar diejenigen, die ein wohliges Gefühl haben wollen, wenn sie da irgendwo wohnen, also sprich diese Privatsphäre haben wollen, aber trotzdem auf den Luxus nicht verzichten wollen. Das heißt, auch das hier, da wurde aus der Zielgruppe dann dieser USP abgeleitet, wo man sagt, wir sind das einzige Haus, das diesen bauernhöflichen Charakter mit trotzdem den Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels bietet. Und dann auf der rechten Seite unter, das ist wieder sehr, sehr einfach zu kommunizierender USP, wir sind das teuerste Hotel der Welt. Das geht relativ schnell. Und da kann man jetzt sagen, wenn ich jetzt ins teuerste Hotel schauen will, dann gebe ich das irgendwo ein. Sämtliche Seiten schreiben das irgendwo. Teuerstes Hotel ist das. Und das kann ich faktisch belegen. Da gibt es kein anderes aus. Da gibt es meines Wissens auch den einzigen Bankomaten, der Goldbarren rauswirft statt Scheinen. Also so gesehen ist ein definitives Alleinstellungsmerkmal. Wer sich es dann leisten kann, ist die andere Frage. Aber trotzdem hat es Vorteile. Jetzt haben Sie den USP für sich gemacht. Sie haben jetzt vielleicht für die 45%, die gesagt haben, wir wissen es genau. Schauen Sie sich jetzt Ihren Satz mal an und überprüfen Sie diesen Satz auf folgende Fragen. Erstens, ist dieser Satz verständlich, nachvollziehbar und einfach? Im Optimalfall würde man das nicht selbst machen, sondern würde es Kunden geben und würde sagen, wenn du dir diesen Satz anschaust, ist er für dich nachvollziehbar und verständlich? Die nächste Frage, ist er beweisbar? Kann ich für mich persönlich die Beweise bringen, dass was da drinnen steht, wirklich stimmt? Das nächste ist einzigartig, und zwar für eine längere Zeit. Das ist auch oft, was man ein bisschen vergisst. Einzigartigkeit, wenn ich es am nächsten Tag verloren habe, ist es ein wahnsinniger Aufwand, diese Botschaft zu kommunizieren, dass sie schnell gut draußen ist, und es funktioniert auch nicht. Weil ich ja brauche eine gewisse Zeit, bis ich den Markt durchdrungen habe. Das heißt, habe ich eine Möglichkeit, meine Einzigartigkeit für eine gewisse Zeit zu halten? Eine der besten Möglichkeiten, logischerweise, ist ein Patent. Wenn ich sowas habe, dann kann ich sagen, das habe nur ich, das wird auch kein anderer bekommen. Zumindest in den nächsten Jahren. Dann aus Sicht des Kunden, für dessen Kunden formuliert. Auch das muss der USP sein. Das heißt, der Nutzen des Kunden steht im Vordergrund. Und letzte Frage, ist es ein echter Problemlöser für den Kunden? Diese letzte Frage sich zu stellen, die Problemlösung muss im USP herauskommen. Und dann sind wir schon bei der letzten Slide jetzt noch, und da geht es um die No-Gos, was ich bei USP-Formulierungen und auch bei der Positionierung auf keinen Fall machen sollte. Das erste ist mal der Bauchladen. Wenn ich sage, das kann ich auch alles. Das, was meine Konkurrenz kann, das kann ich schon lange alles. Und ganz egal, wer der Konkurrenz ist, ich sage immer, ich kann auch alles. Ganz, ganz schlecht, weil in dem Moment, wo ich alles kann, kommt beim Kunden an, so richtig kann er nichts. Das Gegenteil, ich kann dasselbe, nur besser. Auch nicht wirklich optimal, weil damit sage ich, ich habe gewisse Features, und ich bin jetzt der Besserkönner, das kommt nicht gut an. Es ist auch etwas, was in Wahrheit schwer beweisbar ist, weil wenn ich überall besser wäre, ist wahrscheinlich irgendwas verkehrt oder machen alle anderen was verkehrt. Oder der Oberexperte. Ich bin so gut, weil, und dann kommt die Technik. Das heißt, Techniker machen das sehr gerne, so ein bisschen die Technikverliebtheit zu sagen, ich habe eine spezielle Technologie und nur ich kann das und dieses Framework und diese Methodik oder dieses neue Verfahren, diesen neuen Prozess, was auch immer es ist, das ist alles nett, aber es interessiert den Kunden nicht. Er will einen Nutzen, er will ein Bedürfnis gedeckt haben. Ich habe Produkte für alle. Der Generalist, auch das haben wir beim letzten Mal gesagt, wenn ich keine Zielgruppe habe, habe ich verloren. Auch ganz schlimm, der nächste Punkt, der Feilscher. Wie viel wollen Sie denn zahlen? So, ich gehe mal mit einem Preis rein und dann schaue ich, wie der Kunde reagiert, höre so ein bisschen rein und gehe dann vom Preis her schon mal auf die Hälfte runter. Erstens mal ist dann jeder Idiot, der zum Originalpreis kauft, und zweitens macht man sich damit unglaubwürdig. Das heißt, es widerspricht einer USP. USP heißt ganz klar definiert,
das kann es, das kostet es auch. Mein Produkt, meine Dienstleistung sieht genauso aus. Da sind wir jetzt bei einem anderen Punkt. Es gibt die sogenannten Kundenverleugner. Die bieten was an, der Markt ist ihnen einmal egal. Sie machen es mal so, sie haben eine Dienstleistung, haben ein Produkt und werden dann schon einen Kunden finden, der es auch braucht. Auch hier wieder verkehrte Vorgehensweise. Die Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen steht im Vordergrund. Dann das nächste, warum genau ich? Wenn Sie keine Antwort wissen, ist natürlich das Falscheste, was man machen kann. Wenn also Ihr Gegenüber Sie fragt, warum sollte ich genau Sie nehmen, sind wir wieder an dem Punkt USP im Optimalfall. Und das Letzte, der Marketing-Shopper, wenn man sich da von einer Marketing-Geschichte zur anderen durchhandelt und sagt, ich schaffe es, meinen vielleicht nicht vorhandenen USP dadurch auszugleichen, dass ich viel, viel mehr verschiedene Marketing-Akzente setze und alles mal ausprobiere, um meinen Kunden irgendwie zu erreichen. Damit werde ich nie eine Botschaft kommunizieren und nie ein Alleinstellungsmerkmal an den Kunden bringen. Ja, das war's soweit mit meinem Teil einmal. Wunderbar, danke Markus, danke auch Ihnen. Okay, da hätte jetzt noch was anderes sein sollen. Darf nochmal dann, Entschuldigung, ich muss zweimal zurück. Ja, danke fürs Dabeisein. Danke, Sie haben schon die ersten Fragen rein. Ich möchte nochmal den Aufruf machen zu Fragen. Rechts oben der Pfeil und dann einfach Ihre Fragen geben. Wir werden jetzt den Rest der Zeit vielleicht so ein, zwei Minuten überziehen. Das, was wir am Anfang verloren haben, um die Fragen noch zu beantworten. Eine Frage, die wir immer jetzt diskutiert haben, aber die doch, glaube ich, noch offen ist. Es ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen. Generell würde man sagen, bei den Dienstleistungsunternehmen, da gibt es halt viele. Jeder sagt, er ist kundenorientiert. Ja, wie mache ich trotzdem meinen USP, wenn ich sage, die Kundenorientierung ist? Naja, also bei IT-Unternehmen, muss ich jetzt gestehen, da habe ich einen kleinen Wettbewerbsvorteil, weil ich bin selber aus der IT-Branche. Es gibt eine ganz generelle Regel, die man als IT-Unternehmer betrachten sollte. So wie die Dame da geschrieben hat, es ist relativ schwierig zu sagen, ich mache Individualentwicklungen und ich kann die Individualentwicklungen genauso gut wie ein anderer oder ich mache die gleich guten Betreuungsleistungen. Das funktioniert nicht. Was aber funktioniert, ist zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der IT-Betreuung bin, ich habe mich spezialisiert auf die Betreuung von Ärzten oder genau auf die Ärzte, dann habe ich meine meine Beispiele, wo ich zeige, ich bin in dem Bereich gut. Ich habe neben meinen Beispielen meine speziellen Techniken, ich habe meine Partnerschaften mit möglichen Firmen, die auch mit Ärzten zusammenarbeiten. Das heißt, ich haue mich auf eine Nische. Das heißt, aus der Nische, aus der Zielgruppendefinition kommt dann das Alleinstellungsmerkmal heraus. Und das funktioniert da auch relativ gut, weil in der IT-Branche leider immer noch die generelle Tendenz ist, ich kann alles und biete alles an, weil ich bin doch der beste Programmierer, ich bin doch der beste Systembetreuer, ich bin doch der beste Administrator, ich bin doch der Beste. Das ist eine gängige Denke in der IT-Branche, dementsprechend eine Nische aussuchen, die Zielgruppe ganz genau beackern, dann habe ich eine relativ gute Chance, dass diese Zielgruppe mich dann kennt. Die anderen kommen sowieso auch oder nicht. Das heißt, die schließe ich mir damit ja nicht ab. Wobei das, glaube ich, generell für Dienstleister gilt, nicht nur für IT-Dienstleister. Bei Produkten ist es wesentlich leichter, wahrscheinlich einen USP in den Mittelpunkt zu stellen, wie bei Dienstleistern. Da brauchst, wie du sagst, eben diesen Bekanntheitsgrad in der Zielgruppe. Ganz genau, ganz genau. Ja. Weitere Frage, da gehe ich jetzt ein bisschen zurück, damit wir die Folie auch haben. Und zwar war das die Folie, Moment. Was willst du? Ich brauche die Folie mit den Beispielen. Da sind wir, das war's. Gesunde Konkurrenz. Ja. Und die Frage bezieht sich ein bisschen auf das Erläutern von den Beispielen, die unten stehen. Okay. Sowohl bei Blue als auch bei Red Ocean. Okay, gehen wir auf die Red Ocean Strategie, da ist es jetzt einmal noch leichter. Nehmen wir mal das Beispiel des Hofer her, der hat ein gewisses kleines Produktsortiment, also die bieten jetzt nicht so viel an wie jetzt zum Beispiel Merkur, haben aber in diesem Produktsortiment, da sagen sie, das ist eine hohe, eine Qualität, eine konstante Qualität, so muss man sagen, diese konstante Qualität liefern mir in der Menge, in der es die Kunden benötigen. Das heißt, ich bin nicht out of stock, ich bin günstig vom Preis, ich bekomme also diese Produkte woanders nicht wesentlich günstiger. Ich biete das Sortiment sehr prozessorientiert, sehr kundenfreundlich an, der Kunde weiß, was er bekommt. Dieses Segment hat einerseits Hofer besetzt, Lidl hat aber in Wahrheit ein ähnliches Segment besetzt, das heißt, die kämpfen miteinander und wem es aufgefallen ist, sehr häufig sind Hofer und Lidl auch sehr knapp
nebeneinander, genau aus dem Grund, weil sie wissen, das ist ein analysierter Punkt, wo meine Zielgruppe, also die Leute, die das günstige Produkt jetzt hauptsächlich kaufen wollen und die schnell einkaufen wollen, die das schnell abwickeln wollen, aufeinander stoßen. Das Gleiche gilt auch für KIK und NKD zum Beispiel. Bearbeiten den gleichen Markt, haargenau den gleichen, sagen aber, wir gehen total in die Verdrängung, wir bauen auch das Geschäft nebenbei an. Da ist es dann ein definitiver Konkurrenzkampf auch nochmal, wer hat den etwas besseren Standort, wer hat die etwas bessere Positionierung, wer hat die etwas bessere Werbestrategie, aber es ist nicht ganz eindeutig, sondern die sagen, wir gehen auf Verdrängung, uns ist bewusst, da gibt es noch wen, aber unseren Markt halten wir oder vergrößern ihn sogar noch. Das ist Red Ocean Strategie. Bei der Blue Ocean Strategie, also der mit dem Alleinstellungsmerkmal, da könnte man jetzt sagen, zum Beispiel nehmen wir mal einen Espresso her am Anfang und nochmal, das ist nie etwas, was ich immer habe. Ich begib mich von der Blue Ocean Strategie immer wieder kurz in die Konkurrenzsituation. Und bei dieser Strategie, bei Nespresso, die können wir sagen, 80 Euro pro Kilo Kaffee ist durchaus teuer. Das heißt, das Kaufargument haben sie verloren. Zu dem Zeitpunkt aber, wo sie rausgekommen sind, haben sie ihre Zielgruppe, also diese urbane Zielgruppe der jungen Personen, die ein gewisses gehobenes Einkommen, eine gewisse gehobene Einkommenssituation haben. Diese Zielgruppe haben sie perfekt besetzt und sagen, dafür bieten wir was an, weil es kein anderer hat. Weil zu dem Zeitpunkt hat es keinen gegeben, der das in Kapseln abfüllt und genau mit dieser Systematik, mit schnell in verschiedenen Sorten zuschicken, kundenfreundlich, stylisch und so weiter. Diese Kombination gab es nicht. Also haben sie damit gewonnen. Sie hatten ihren USP. Das hat sich natürlich dann verändert, da gab es dann Konkurrenten, ganz klar. Aber auch da wieder haben sie dann halt geschaut, wieder Vorreiter zu sein und neue Technologien zu entwickeln. Auch bei den anderen waren es so, Apple, Klassiker, die sind groß geworden mit einem Produkt, wo alle anderen damals gesagt haben, das wird nicht funktionieren, wie das eben vom iPod war auf iPhone mit diesem Herumwischen da, wer braucht also ein Telefon ohne Tasten, geht doch nicht, kann ich doch nicht machen. Ja. Damals ein großer gesagt, der Marktführer. Eben, ganz genau. Ja. Wie man sieht, haben sie sich auf diesen USB draufgehauen, ganz klar, es gibt dann gewisse Zielgruppen, für die war das nicht. Also es hätte wahrscheinlich damals eine Gruppe Pensionisten gesagt, ich kaufe das sicher nicht, das Produkt. Ohne jetzt das einschränken zu wollen, aber die hatten eine spezielle Zielgruppe, auf die sie losgegangen sind. Und das war eben die jungen Stylischen, die was anderes probieren wollen. Ja? Und so ist es eben bei allen diesen Marken, auch Tesla, in Wahrheit Elektroautos, seien wir uns ehrlich, gibt es schon lang. Ja? Es hat auch vorher schon Versuche gegeben, was selbstfahrende Autos angeht. Aber dieses Gesamtpaket, so wie es Elon Musk angeboten hat, das gab es zu dem Zeitpunkt nicht und damit war er der Erste. Ja, jetzt haben wir noch ein paar konkrete Fragen, ob das ein USP ist. Die erste Frage aus der Gastronomie. Ein Zuhörer, der sagt, ich habe 365 Tage offen, von der Früh bis spät. Ist das für einen Gastronomen, wir haben es letztes Mal gesagt, der ist ja natürlich regional begrenzt, ist das ein ausreichender USP? Also, wie gesagt, schauen wir uns jetzt wieder das Kundenbedürfnis an. Wann gehen die Kunden typischerweise einkaufen? Und die Frage kann jetzt ich nicht beantworten, sondern die müsste die Zielgruppe in dieser Region beantworten. Regt sich diese Zielgruppe zurzeit darüber auf, dass sie in der Früh nirgends hinschauen können, weil da alles zu hat? Im Endeffekt, wenn das der Gastronom, das sein Geschäft schon eröffnet hat, hat er ganz einfach die Möglichkeit, ist in der Früh das Lokal voll oder nicht? Und wenn das Lokal nicht voll ist, dann weiß er ganz genau, dieser USP ist es nicht, was er Kundenbedürfnis befriedigt. Also dann würde ich auch den nicht als Verkaufsargument nehmen. Gerade bei Gastronomie, wo es klar ist, dass jemand in der Region ist, also da weiß man es dann schon meistens. Also da würde ich eher eine etwas diversifizierte Strategie nehmen. Einfach zu sagen, keine Ahnung, zu mir können es reinkommen den ganzen Tag und es gibt immer irgendwas Spezielles oder wir haben ganz speziell für diese Zielgruppe, für die jungen Manager, die gerne 20 Kaffee trinken, das Spezialkaffeeangebot, das aber in einer Riesenkaffeetasse direkt auf den Tisch gestellt wird. So, wo dann einer sagt, na, schau dir die Riesenkaffeetasse an, da musst du hingehen, weil das gibt es sonst nirgends. Also einfach etwas, wo wer sagt, das gibt es sonst nirgends und was auch auffällt. Und den ganzen Tag sonst im Kaffeehaus immer wieder hingehen, das wird nicht passieren. Dementsprechend für mich wäre es zu wenig. Ja, zweite Branche. Ich habe ein Blumengeschäft mit vielen Dekorartikeln, mein USP, so individuell wie die Momente, kann das eine Aussage zum USP sein? Oder ist das zu oberflächlich?
Naja, Individualität, da sind wir wieder genau bei dem, was wir zuerst auch gehabt haben bei den Dienstleistern. Individualität ist etwas, was sehr, sehr schnell gesagt wird, aber es kaum beweisbar ist. Weil wenn der jetzt zum Nachbarn geht und sagt, wollen Sie irgendwas haben, und der jetzt vielleicht nicht den genauen USP hat, dann wird er sagen, ich biete das auch an. Ja? Das heißt, der USP alleine, nur eben zu sagen, ich bin so individuell. Jeder Moment kommt noch dazu. Also auch da wieder, ich würde es nur dann anbieten, wenn es so beweisbar ist, dass es wirklich keiner der Konkurrenten machen kann. Sonst ist es ja kein USP, sondern sonst ist es das, was alle anderen auch anbieten. Ich meine, das eine ist das beweisbar, das andere, was wir gerade jetzt bei beiden Fragen gesehen haben, bei den letzten, das Alleinstellungsmerkmal messbar, 365 Tage, ja, das ist schnell, aber braucht es der Kunde. Also in dem Bereich, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig nachzuschauen. Gut, ich muss aber jetzt gleichzeitig auf die Uhr schauen, und weil wir dürfen nicht allzu lange überziehen. Außerdem sollten wir wieder dorthin kommen, wo wir waren. Und zwar geht es einfach, wie geht es weiter? Das ist ja unser großes Thema. Das Marktforum besteht ja nicht nur aus unseren Webinaren, sondern wir haben ja angeboten, nach zwei Webinaren, die Inhalte dieser Webinare als Workshop, Halbtagesworkshop. Der nächste Workshop ist eben, oder der erste, am 17. Oktober nachmittags von 13 bis 17 Uhr im Wifi. Teilnehmer begrenzt, so circa 15 Teilnehmer werden wir machen, damit man da dort wirklich Transfer machen kann. Wir beide werden bei dem Workshop dort sein. Es geht darum, jetzt einmal Ihre Anmeldung. Es gibt einiges, das weißt du vielleicht gar nicht, es gibt einiges an Interessenten, die sich vorab schon gemeldet haben. Wir müssen das jetzt fixieren. Es gilt natürlich das Prinzip First Come, First Serve im Wesentlichen. Es geht darum, dass Sie auch Fragen bekommen, wenn Sie dort angemeldet sind von uns. Wir wollen den Workshop auch wieder so output-orientiert wie möglich schaffen. Und das können wir halt nur damit, indem wir vorher schon wissen, was wollen unsere Teilnehmer bekommen. Das sind die Themen, die brennen. Wir haben vorbereitet einen Link, der dann auf der Homepage ist, wo Sie sich anmelden können. Und es gibt jetzt ein paar Besonderheiten. Die Kosten übernimmt in diesem Fall die Wirtschaftskammer Oberösterreich. Das heißt, es ist ein freier Workshop. Und die Erfahrung hat uns gezeigt bei freien Workshops, dass mal sehr schnell die Anmeldequote da ist. Wir wollen natürlich nicht, dass wir dann Anmeldungen haben, die nicht kommen, und haben uns hier für etwas entschieden, was durchaus üblich ist in der Hotelbranche oder wo auch immer, nämlich eine sogenannte No-Show-Fee. Das heißt, jeder, der sich anmeldet, ist fix angemeldet, hat die Möglichkeit, sich bis 11.10. abzumelden. Sollte eine Abmeldung später kommen, verdrängen Sie, und das müssen Sie bitte verstehen, an anderen Teilnehmer, der sich ja nicht mehr anmelden kann, beziehungsweise nicht mehr die Fragen rechtzeitig zu uns kommen. Und da wird dann eben diese No-Show-Fee verlangt. Ja, Sie bekommen das mit nächsten Montag spätestens, hat mir gerade die Regie gezeigt. Und dann bitte ich Sie einfach anzumelden. Wir kommen dann auf Sie zu. Sie bekommen den Fragenkatalog und dann läuft das. Und wir freuen uns, wenn wir am 17. dann in einem Workshop da ins Tiefe, ins Eingemachte gehen. Weiters darf ich noch ein paar Werbungen machen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, es gibt den Innovationsdialog am 16. Oktober, eine Veranstaltung, wo es um agile Unternehmen geht. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Ich komme heute gerade von Wien, von den Digital Days, und dort war so eine zentrale Aussage: Es geht weniger um die Technik, es geht um die Organisationsform, es geht, wie wird in Zukunft miteinander gearbeitet in dieser Digitalisierung. Und genau da, auf dieses Thema haben wir dort gesetzt und erfahrene Unternehmer eingeladen, die auch in Workshops zur Verfügung stehen, damit wir da in die Tiefe gehen können. Sprechtag Digitalisierung, entweder live am 24.10. Sie kommen zu uns, oder für alle, die sagen, das mache ich vom Büro aus oder letztes Mal einer vom Auto aus, vom Parkplatz. Wir bieten auch das mit Live-Videoberatung an am 7.11. Also einfach den Link dann anklicken und Sie können sich anmelden. Ich würde die Videoberatung jetzt wahrscheinlich nicht während des Fahrens machen. Er ist am Parkplatz gestanden. Okay. Es war nur am Anfang ungewohnt, was hat der hinter sich, bis wir dann gesehen haben, er macht es mit seinem Handy. Ja, das Förderprogramm Digital Starter Plus ist noch bis 31.10. offen, gilt heuer, also gilt jetzt der zweite Call für Dienstleister und Handelsbetriebe.
Auch da, wenn jemand in der Pipeline Projekte hat, bitte rechtzeitig einreichen. Und dann zu guter Letzt der Hinweis auf den zweiten Block, das zweite Modul vom Marktforum. Wir haben wieder zwei Webinare schon definiert am 13.11. Und die Themen haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten. Wir haben intensiver Marktanalyse und Marktforschung uns anschauen. Und Sie sehen es am 21.11. Das hätte ich vorhin gefunden, ganz unten, geht es dann um Mitbewerberanalyse und Markteintritt. Und Anfang Dezember wird es dann dazu auch wieder einen Workshop geben. Ja, danke, meine Damen. Danke fürs Dabeisein. Die Folie habe ich zuerst gesucht, die hätte ein bisschen früher sein sollen, macht aber nichts. Ich glaube, wir haben es auch ganz gut das Ganze überbracht. Danke fürs Dabeisein. Es hat mich gefreut. Bleiben Sie mit uns in Kontakt und besuchen Sie uns auch bei den nächsten Webinaren und warten Sie, wie das so erfreulich wird. Danke sehr. Wiedersehen.